Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Fast nicht kommen gehört. Wohlgrimm. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier.
Wir haben jetzt genug Seelen, um Wulgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier stillen. Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf. Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden. Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich werde dich dafür entlohnen.
das Hornsignal meiner Ahnen. Endlich aus dem traumlosen Schlaf erwacht. Sind wir also frei? Niemand ist frei, solange der Zerstörer noch atmet. Der Zerstörer, ja. An seine Dienste sind wir gebunden, obwohl wir Feinde bleiben. Daher sind seine Feinde unsere Freunde. Schreite hindurch, Freund. Du musst den Sieg bringen. Du musst die Freiheit bringen. Wenn das Tor war, kann ich es kaum erwarten, herauszufinden, was dahinter ist.